Im Symbolmanager sehen Sie links oben die Ordnerstruktur, in der Ihre Symbole entsprechend angeordnet sind. Sie können diese entsprechend auf- und zuklappen und die jeweils vorhandenen Gruppen auswählen. Sie haben hier die Möglichkeit, neue Verzeichnisse anzulegen, Verzeichnisse umzubenennen und vorhandene Verzeichnisse zu löschen. Je nachdem, auf welche Gruppe Sie oben geklickt haben, werden Ihnen unten links in der Liste die in dieser Gruppe zugeordneten Symbole entsprechend angezeigt. In der rechten Liste können Sie oben einstellen, ob alle Elemente angezeigt werden oder nur die nicht zugeordneten. Beachten Sie bitte grundsätzlich, dass sich diese Anzeige nicht zugeordneter Elemente auf die links ausgewählte Gruppe bezieht. Das heißt, Sie sehen hier nur die Elemente, die in der links gewählten Gruppe nicht vorhanden sind. Möchten Sie jetzt eines dieser Elemente in dieser Gruppenstruktur hinzufügen, wählen Sie es einfach rechts aus und klicken auf Hinzufügen. Es wird dann automatisch in der oben eingestellten Gruppe eingefügt. Möchten Sie es wieder entfernen, klicken Sie entsprechend einfach auf Entfernen. Unabhängig davon, ob Sie in der linken Gruppe ein Element ausgewählt haben oder in der rechten Gruppe ein Element ausgewählt haben, Ihnen werden immer im unteren Bereich die entsprechenden Informationen dieses Symbols dargestellt. Sie können hier über Eigenschaften bearbeiten, den Hinweistext 1 und den Hinweistext 2, genauso wie die Symbolnummer und die Einfügehöhe bearbeiten. Beachten Sie bitte, dass die Einfügehöhe die Höhe ist, mit der das an das Symbol gekoppelte 3D-Objekt in der 3D eingefügt wird. Das heißt, bei einem Tisch wird die Einfügehöhe sicherlich 0 sein. Bei einer Kaffeemaschine, die auf den Tisch gesetzt wird, wird diese Einfügehöhe der Höhe des Tisches entsprechen. Passen Sie bitte hier auf, wenn Sie Änderungen vornehmen. Es gibt ebenfalls die schaltbare Option, Größe des 3D-Symbols automatisch an Grundrisssymbole anpassen. Die sollten Sie nur dann verändern, wenn Sie geschulter Profi im Bereich Symbole und 3D-Objekte sind. Sie haben die Möglichkeit, die Eigenschaften, die Sie hier verändert haben, zu speichern bzw. das Bearbeiten dieser Eigenschaften abzubrechen. Wenn Sie eines der Elemente entsprechend auswählen, dabei ist es egal, ob Sie das in der rechten oder in der linken Liste tun, und gehen auf Bearbeiten, gehen Sie automatisch in den Grundriss und haben das Symbol an Ihrer Maus bzw. Ihrem Fadenkreuz hängen. Mit Shift-Leertaste können Sie die einzelnen Ansprungpunkte entsprechend durchspringen und können es genauso mit der Leertaste im 15-Grad-Schritten drehen. Wenn Sie jetzt die linke Maustaste drücken, wird damit automatisch das Symbol in den Grundriss gesetzt und Sie könnten dies hier entsprechend bearbeiten. Wenn Sie es jetzt wieder markieren und den Symbolmanager starten, wählen Sie als erstes links oben aus, in welcher Struktur es eingefügt werden soll. Sie können jetzt den Hinweistext 1, den Hinweistext 2, den Dateinamen, die Nummer und die Einfügehöhe entsprechend vergeben. Das Symbol ist jetzt in der Struktur firmenspezifisch eingefügt. Sie könnten es jetzt hier entsprechend wieder entfernen und in jeder beliebigen anderen Struktur entsprechend einfügen.